7 Jahre mache ich das jetzt schon mit. Das kostet mir viel Energie. Das erzählt der 24-jährige Mike in einem ORF-Interview. 7 Jahre lang ist er schon arbeitslos und sogar obdachlos. Menschen, die ohne Arbeit sind, fühlen sich oft ausgeschlossen. Sie sagen sich, wer braucht mich überhaupt noch? Was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Solche Gedanken zu haben, das muss einen schrecklichen Frust bedeuten. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sich bemühen, dass es genug Arbeitsplätze für alle gibt. Auch ich möchte gerne mich gebraucht fühlen, mich nützlich fühlen. Darüber hinaus bin ich froh, dass ich eine Aufgabe habe, die Gott mir gibt. Eine Aufgabe für mein ganzes Leben. Diese Aufgabe besteht besonders darin, dass ich zum Frieden in dieser Welt beitrage und dass ich Gott lobe. Dabei fühle ich mich vom heiligen Franziskus von Assisi verstanden. Er hat immer wieder gebetet, Gott, hilf mir, dass ich deine Aufgabe für mich erkenne und dass ich sie auch erfüllen kann.